Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Fast 600 solcher kleiner Wunder erblicken hier im Krankenhaus St. Barbara Schwandorf jedes Jahr das Licht der Welt. Bereits vor der Geburt finden die werdenden Mütter hier eine Anlaufstelle. Die Beleghebammen bereiten die Schwangeren zum Beispiel mit Hilfe von Akupunktur oder Homöopathie auf die bevorstehende Geburt vor. Ja, also wir bieten unseren Schwangeren alle möglichen alternativen Heilmethoden an, die so in der Geburtshilfe gängig sind. Dazu gehört natürlich die Akupunktur, das Akkutape, was man vielleicht eher von Sportlern kennt, machen wir aber auch bei Gebärenden und auch bei Babys. Dann die Aromatherapie zur Venenanregung oder auch das Dammmassageöl ist sehr bekannt. Dann haben wir die Homöopathie, die klassische Homöopathie, aber auch die homöopathischen Komplexmittel. Genau, das ist so im Großen und Ganzen, was wir anbieten. Auch Ultraschalluntersuchungen oder CTGs gehören zur Vorsorge und werden unter anderem im medizinischen Versorgungszentrum im Park durchgeführt. In den wohnlich gestalteten Kreissälen haben die werdenden Mütter alle Annehmlichkeiten einer selbstbestimmten Wohlfühlgeburt. Neben modernen Gebärbetten und Hockern, Sitzbällen und Seilen, an denen man sich festhalten kann, steht auch eine spezielle Badewanne für Wassergeburten bereit. Die Schwangeren können selbst ausprobieren, welche Gebärposition ihnen am meisten behagt. Auch ein erfahrenes Ärzteteam steht den Schwangeren zur Seite. Und im Bedarfsfall profitieren Mutter und Kind von den Leistungen der KUNO Klinik St. Hedwig. Wir können hier 24 Stunden um die Uhr kompetentes Ärzteteam im Kreißsaal anbieten, welches sehr gut zusammenarbeitet mit den hier ansässigen Hebammen. Das heißt, sowohl die Hebamme als der Arzt sind immer im Haus anwesend, was natürlich auch eine sehr große Kontinuität gewährleistet. Auf der Wöchnerinnenstation lernen sich Mutter und Kind richtig kennen. Die frisch gebackenen Mütter können in ihre neue Rolle behütet hineinwachsen. Brauchen sie aber Ruhe, kümmern sich die Kinderkrankenschwestern im neuen Kinderzimmer liebevoll um die Säuglinge. Zudem erwartet Mutter und Kind eine gemütliche Stilloase. Ein separater Raum zum Stillen, ohne Störungen und Hektik. Er dient als Ruhepol und Rückzugsort. Ein beliebter Treffpunkt für alle Mütter ist auch der moderne, helle Frühstücksraum. Hier gibt es jeden Morgen ein gesundes und leckeres Frühstücksbuffet, an dem sich die Wöchnerinnen selbst bedienen dürfen. Das Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf bietet für den Start ins Leben optimale Bedingungen. Mutter und Kind sind hier in guten Händen.